Ein Oberst der Bundeswehr zerlegt die grüne Strategie für die Ukraine und die Strategie der Eskalation der Ukraine selbst. Aber seht selbst. Und das dürfen wir uns im Nuklearzeitalter nicht leisten. Herr Richter hat was zu den Taubus gesagt. Ich weiß, dass die USA, wenn auch unter der Decke, hier deutliche Warnzeichen gegeben hat. Er hat gesagt, greift nicht in unsere nukleare Balance ein, weil wir gleichzeitig bei der Ukraine derzeit eine Politik der Eskalation erleben. Ein Oberst der Bundeswehr hat bei Markus Lanz Anton Hofreiter die Leviten gelesen, beziehungsweise hat ihm mal erklärt, wie wenig Ahnung er von Nuklearplanung hat, von Nuklearplanung zwischen den USA und Russland und was die Ukrainer für eine Politik der Eskalation betreiben, indem sie zwei wichtige Radarstationen zerstört haben. Er hat auch den Maidan angesprochen, er hat auch die Illusion angesprochen, dass man die territoriale Integrität der Ukraine in den Grenzen von 1991 wiederherstellen kann. Und er hat hier richtig vom Leder gelassen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich bin gespannt, wie lange diese Sendung eigentlich verfügbar sein wird. Es sind so viele Wahrheiten ans Licht gekommen. Ich hatte gestern schon Teil 1, die Wahlanalyse der Grünen nach der Europawahl und wie sie es einfach nicht können. Jetzt gibt es hier wieder ein Meisterstück des Anton Hofreiter, könnte man sagen. Aber es ist eher Oberst Richter, AD von der Bundeswehr, der in der Nuklearplanung beschäftigt war. Aber wir hören mal rein. Das Einzige, was Anton Hofreiter eigentlich dazu zu sagen hat, ist uns zu erklären, dass Russland nun doch das Geld ausgeht. 6,3 Milliarden Verlust gemacht. Mhm. Und das sollte man nicht unterschätzen. Putin geht, wenn auch vielleicht langsamer als manche erwartet haben, einem geht langsam das Geld aus. Ja, ich wünschte, es geht langsam Anton Hofreiter das Geld aus und er reitet mal vom Hof, wie das alles so schön immer kommentieren unter meinem Video. Aber wir kommen zum Oberst, der über ihn herzieht und bleibt bis zum Ende dran. Denn Anton Hofreiter beleidigt dann die Einstellung des Oberst am Ende noch aufs Bitterlichste. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich habe nie gesagt, keine Waffen zu liefern. Nein, das habe ich. Ich spitze jetzt zu. Aber was Taurus zum Beispiel angeht, ja. Sagen Sie? Bei Taurus sage ich nein. Die Taurus ist ein System, das mit 500 Kilometer Reichweite, hohe redundante Steuerung und einem doch gewaltigen Sprengkopf, der auch sehr starke Betonbunker etc. Bunker brechen, ja, detonieren. Es ist deswegen ein System, das ich nicht liefern würde, weil wir gleichzeitig bei der Ukraine derzeit eine Politik der Eskalation erleben. Eine Politik der Eskalation, die wir bei der Ukraine erleben. Er spricht es hier an, was viele denken. Es ist jedoch verpönt, wenn man eine andere Meinung vertritt als die der ukrainischen Regierung. Doch man muss auch Kritik an der ukrainischen Regierung üben, genauso wie wir auch Kritik an der israelischen Regierung üben müssen. Und wie ihr wisst, ich bin auch auf Seiten der Ukraine in diesem Konflikt. Allerdings bin ich Realist. Es geht nicht um jeden Preis, hier die territoriale Integrität von irgendwann zu verteidigen. Denn man muss in der Realität irgendwann auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Das hat nichts mit dem Eingestehen von Fehlern zu tun, beziehungsweise es müssen am Ende auch die Ukrainer entscheiden, ob sie bis zum Letzten kämpfen wollen, bis der letzte Ukrainer tot umgefallen ist. Im Moment erreichen mich Videoszenen, wie die Ukrainer Leute an die Front zwingen, wie die Ukrainer verhindern, dass Leute inzwischen ausreisen aus der Ukraine, denn sie gehören zum Militärdienst. Gleichzeitig füttern wir die Leute durch, die vor Militärdienst fliehen, denn das ist bei uns ein Asylgrund. Es ist eine wirklich schwierige Situation. Der Oberst erklärt hier nochmal, was so gefährlich an der Eskalationspolitik der Ukraine ist, die sie mit ihren eigenen Waffen durchführt und was das für das nukleare Gleichgewicht auf dieser Welt bedeutet. Eigenen Waffensystem. Es ist ja nicht so, dass die Ukraine selber nichts hat und nichts produziert. Sie produzieren Drohnen, mittlerweile auch Langstreckendrohnen. Und sie haben in jüngster Zeit, gerade jetzt am 23. Mai wieder, mit Langstreckendrohnen ein strategisches Radar der russischen Nuklearstreitkräfte angegriffen. In Armavir, etwas im Süden, in Krasnodar. Und ein weiteres in Orenburg. Davor schon strategische Bomber in Engels. Warum ist das gefährlich? Weil hier die Ukrainer eingreifen in das strategische Gleichgewicht zwischen den Amerikanern und Russen. Das ist übrigens auch nicht im Sinne der USA. Ich weiß, dass die USA, wenn auch unter der Decke, hier deutliche Warnzeichen gegeben hat, hat gesagt, greift nicht in unsere nukleare Balance ein. Warum ist das gefährlich? Wenn die Russen nicht mehr in der Lage sind, mit diesen Radaren zum Beispiel seegestützte Raketen aus dem Indischen Ozean rechtzeitig zu erkennen, dann wird die Warnzeit erheblich reduziert und es entsteht ein unklares Lagebild. Und das dürfen wir uns im Nuklearzeitalter nicht leisten. Das dürfen wir uns im Nuklearzeitalter nicht leisten und damit hat er vollkommen recht. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland
hat weniger damit zu tun, dass die Russen in der Lage sind, Interkontinentalraketen, die aus dem Pazifik Richtung Russland fliegen, mit ihrem Radar zu erkennen. Aber genau so ein Radar haben die Ukrainer zerstört. Dieses Radar wird vermutlich nicht eingesetzt, um irgendwelche Waffen, die die Ukrainer Richtung Russland schießen wollen, abzufangen. Und da hat dieser Oberst völlig recht. Die Ukraine muss aufpassen, an welcher Stelle sie Russland angreift. Nämlich hier an einer Stelle, wo es um die nukleare Teilhabe von Russland geht, auf der Weltbühne. Wenn man da eingreift und dieses Machtgleichgewicht verschiebt, dann wird es wirklich gefährlich. Aber diese Logik will dem Grünen nicht in den Kopf. Anton Hofreiter, er redet sich gleich um Kopf und Kragen, denn es geht jetzt hier auch nochmal um das Geofencen gleich. Hört euch an, wie er das beschreibt. Und ich finde auch, Ihre Argumentation, Herr Hofreiter, geht an diesen Fragen von Eskalation eigentlich zu leichtfertig dran vorbei. Ich war mal Nuklearplaner, ich weiß, worum es hier geht. Und ich denke, das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ich verstehe unseren Kanzler auch so, dass er das nicht tut, sondern dass er da genau nachdenkt und bei bestimmten Dingen sagt, so nicht. In einer Notsituation können wir auch nicht sicher sein, was mit dieser Waffe passiert. Mhm. Es geht um ein Waffensystem, das hoch eingestuft ist. Hofreiter schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Das mit Datensätzen ausgestattet sind, die wir auch für die eigene Verteidigung brauchen, die wir schützen wollen. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier in dieses Detail zu gehen. Aber ich denke, es war eine richtige Entscheidung vor beiden Hintergründen, Eskalationsvermeidung, aber auch Verteidigungswerte, Güter zunächst zu schützen, dass man das nicht tut. Dass man das nicht tut. Er hat das hier sehr gut beschrieben, Anton Hofreiter, er schüttelt nur mit dem Kopf. Herr Hofreiter, derjenige, der den Militärdienst verweigert hat, will hier was gegen einen Oberst sagen. Ich finde das immer wieder lustig, wobei es eigentlich beschämend ist. Aber wir gehen hier nochmal zurück zu dieser Debatte. Herr Richter hat was zu den Taurus gesagt. Ja, Herr Richter hat was zu den Taurus gesagt. Wie ein kleiner Oberlehrer fängt er an. Herr Richter hat was zu den Taurus gesagt. Und ich weiß vom Hersteller, dass man die Taurus geofencen kann. Das heißt, man kann genau festlegen, wie weit die fliegen. Nicht nur wie weit, sondern in welchem Gebiet sie überhaupt Ziele eingeben darf. Und wenn man der Meinung ist, und das kann man bei Taurus durchaus der Meinung sein, man darf die auf gar keinen Fall auf russischem Territorium, dann hätte man die vor der Auslieferung so geofencen können, dass sie nur in von russischen Truppen besetzten Gebieten. Anton Hofreiter verhält sich hier wieder ein Oberlehrer in einer Schule und meint, er hat mehr Ahnung, mehr Erfahrung wie ein Oberst AD der Bundeswehr, der diese Waffensysteme in- und auswendig kennt und auch weiß, wie solche Informationsflüsse innerhalb der Streitkräfte ablaufen. Aber wir kommen hier nochmal zurück. Der Oberst erlegt hier nochmal den Finger richtig tief in die Wunde. Wir müssen für unsere eigene Verteidigung bestimmte Waffensysteme und Programmiergeräte und was alles dazu gehört, in unserer Kontrolle behalten. Die Alliierten machen es teilweise anders. Sie machen es teilweise mit eigenem Personal. Wir wissen aus dem gelegten Generalsgespräch, was für Möglichkeiten es gäbe. Das wollen wir aber so nicht. Und wir haben nicht ein Misstrauen, glaube ich, so interpretiere ich das, was die Regierung hier sagt, gegenüber dem Präsidenten. Aber wir wissen nicht, was innerhalb der Ukraine, vergessen Sie nicht, der Geheimdienst der Ukraine setzt Drohnen ein. Es ist nicht das Heer, die Luftwaffe, sondern es ist der Militärgeheimdienst. Der macht auch die Langstreckendrohnen. Der Militärgeheimdienst der Ukraine macht die Langstreckendrohnen. Er macht die Angriffe hier in Russland. Und genau da ist schon das erste Problem. Es sind keine regulären Streitkräfte, sondern es ist der Geheimdienstapparat der Streitkräfte. Das wäre wie, wenn in Deutschland der MAD, der militärische Abschirmdienst, dann bei einem fiktiven Krieg Deutschlands mit dem orwellschen Nachbarstaat, könnt ihr euch raussuchen, wo wir da noch einen hinpflanzen. Der Geheimdienst der Bundeswehr würde dann entscheiden, wie wir dort angreifen mit Drohnen und die regulären Streitkräfte der Bundeswehr haben damit nichts mehr zu tun. Es geht allerdings noch weiter. Und die Verknüpfungen, die es hier gibt, können wir nicht durchblicken. Und ich glaube, es ist ein gutes Maß an Vorsicht, wenn wir dort sagen, solche gefährlichen Waffen, die eskalatorisch wirken können, angesichts auch des jüngsten Verhaltens, strategische Ziele in Russland anzugreifen, das würde ich nicht aus der Hand geben. Also ich bin da ganz auf der Seite des Kanzlers. Ja, aber man kann es ausschließen, dass sie mit dieser Waffe strategische Ziele in Russland. Kann man es technisch ausschließen. Kann man das? Ich habe es wie gesagt, die Bundesregierung hat es schriftlich und da sitzt ein Militär. Ich habe mich beim Hersteller erkundigt und der Hersteller hat gesagt, ja, man kann es ausschließen. Ich habe mich bei der Bundesregierung erkundigt und die haben gesagt, ja, wir haben es schriftlich, man kann die hart geofencen. Sie können die Waffe umgestalten, technisch,
und brauchen dafür Monate. Und dann schränken sie entweder die Reichweite oder bestimmte Gebiete ein. Und dann sind sie immer noch nicht sicher, dass gute Techniker das auch wieder rekonstruieren. Und das ist das Problem hier. Eine Industriestellungnahme ist nicht eine strategische oder militärische Stellungnahme. Das sollte man auseinanderhalten. Hier müssen auch Risiken bewertet werden. Ich bleibe dabei, dass es besser ist, das nicht zu tun. Ich bleibe dabei. Ja, ein Oberst, der noch Rückgrat hat, ein Oberst, der hier noch weiß, worum es geht. Und die Sendung, sie war so voll von diesen Angriffen gegen Anton Hofreiter. Ich weiß gar nicht, ob er so schnell wieder zu Markus Lanz kommt. Lustig wäre es auf der einen Seite schon, um diese geistigen Fehlleistungen eines Bundestagsabgeordneten und Ausschussvorsitzenden des Deutschen Bundestages hier zu dokumentieren für die Ewigkeit. Aber wir hören unserem Oberst einfach nochmal kurz zu, denn später kommt auch noch die Beleidigung von Herrn Hofreiter zu dieser Einstellung des Oberst. Die Frage der Stabilität innerhalb der Ukraine. Es gibt eine Bevölkerung, die nicht einverstanden war mit dem, was der Maidan gemacht hat. Das war im Osten und Süden der Fall. Ich glaube, wenn wir realistisch sind, wird es die territoriale Integrität von 1991 nicht geben. Okay. Wer das anstrebt, wird in die Eskalation geraten und die können wir uns nicht leisten. Die Eskalation können wir uns nicht leisten. Ja, genau da ist der Oberst Realist. Es ist nicht in Ordnung, dass Russland hier die Aggression begonnen hat, selbstverständlich. Aber wir sind nicht in der Lage, so viele Waffen zu liefern, dass wir diese territoriale Integrität von 1991 wiederherstellen, geschweige denn, wo die Soldaten herkommen sollen. Und da muss man seine Forderungen immer wieder an der Realität abgleichen. Ist das, was ich fordere, überhaupt realistisch oder bin ich nur ein Traumtänzer? Und jetzt darf Anton Hofreiter das kommentieren und das ist wirklich peinlich. Diese Analyse blendet einfach komplett aus, was die letzten 15 Jahre passiert ist und ist aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen in den 1990er bis vielleicht noch 95er Jahren stehen geblieben. Und genau diese Analyse hat uns in das Schlamassel reingeführt, in den wir jetzt in Europa stecken. Nämlich diese Form von Appeasement hat Putin ermutigt, immer weiter anzugreifen und hat am Ende zum 24. Februar 2022 geführt. Und wie gesagt, es hilft uns halt nichts, wenn wir in den 90er Jahren stehen bleiben, sondern man muss analysieren, welches russische Regime wir jetzt haben. Bevor es endgültig eskaliert, hier ist Markus Lanz dann auch ausgestiegen. Und wer in den 90ern hängen geblieben ist, sollte vielleicht mal in den Spiegel gucken und mal zu einem Friseur gehen. Also ich finde das von Herrn Hofreiter hier ja doppelt lustig. Ich hoffe, er reitet bald vom Hof. Aber ich glaube, die Grünen werden ihn nochmal aufstellen nächstes Jahr. Und er wird nochmal uns beehren im Deutschen Bundestag als Abgeordneter der Grünen-Fraktion, dann allerdings in Oppositionsfunktion. Und ob man ihm dann nochmal den Europaausschuss als Vorsitz gibt, ich glaube nicht. Das Zuteilungsverfahren läuft da etwas anders. Aber ich bin erstaunt, dass der Oberst hier mal so offen widersprochen hat und auch dargelegt hat, dass die Ukraine gewisse Dinge tut, die gewisse Linien überschreiten. Bei Charkiw ist er genauso wie ich der Meinung, dass die Artillerie selbstverständlich auf die russischen Stellungen schießen muss, die dann in Belgorod sind, beziehungsweise auf der anderen Seite der Grenze. Das ist ein Grenzgefecht. Allerdings ist das zu unterscheiden von einer Taurus-Lieferung, wo wir Raketen liefern, die tief ins russische Kernland reichen. Und man darf die nukleare Teilhabe der Russen am Weltgeschehen nicht ignorieren, nicht verneinen. Die Russen sind eine Atommacht und sie müssen diese Atomwaffen auch präzise benutzen können. Und wenn man ihnen hier die Radarmöglichkeiten abschießt, dann ist das, wie der Oberst gesagt hat, ein Sicherheitsrisiko, wo selbst die USA sagten, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du die Sendung von Markus Lanz gesehen? Hast du mein Video von gestern gesehen, wo es darum geht, dass alle AfD-Wähler Rechtsextreme sind? Hast du schon meinen Telegram-Kanal abonniert? Wenn nicht, dann hol das mal schnell nach. Ansonsten kommentier doch einfach dieses Video. Bis bald.